Yo Leute, was geht ab? Zieht euch warm an, denn es ist kalt hier in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Jawohl, wir sind hier immer noch im Heberergebirge, um genauer zu sein, in der Tundra, der Schnee- und Eistundra, ja. Und ich hatte euch versprochen, dass wir im letzten Part. Oder ich habe aus dem letzten Part versprochen, dass wir mal versuchen, diesen Leuten hier zu bezwingen. Und ich habe mir so nebenbei mal die Mühe gegeben, wobei so schwer war das eigentlich nicht, ich habe im Internet geschaut, mal die ganzen Orte zu markieren, wo noch Schreine zu finden sind. Und die brauchen wir ja, damit wir entsprechend Herzen und Ausdauer bekommen. Ja, aber bevor wir das eigentlich machen, hätte ich die Idee, dass wir einfach mal versuchen, den Leunen zu bezwingen. Wobei, das sieht natürlich ein bisschen ungünstig aus, wenn wir keine Pfeile haben. Deswegen würde ich mal fast sagen, dass wir uns mal eben nach Kakariko begeben oder was weiß ich wohin. Wir können uns da immer wieder hierhin teleportieren. Wobei, nee, wir könnten auch mal. Doch klar, wir könnten doch auch mal ins Dorf der Orni. Da haben die bestimmt auch tolle Pfeile im Angebot. Bombenpfeile brauchen wir vor allen Dingen, weil gegen die haben Leuen. Naja, kaum eine Chance. Ja, aber es merkt gerade, ne? Ohne Pfeile ist das ein bisschen schwierig. Da können wir bestimmt ein paar welche gebrauchen. Ne, und die Tatsache, dort einen Schrein zu haben, macht ja nichts. Da können wir einfach zurück. Das ist kein Ding. Ne? Aber lieber ist man, sage ich mal, einmal zu viel ausgerüstet als einmal zu wenig. Und deswegen würde es das mal. So, machen. So. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viele Rubine wir haben, weil das nämlich gar nicht direkt angezeigt wird. So, und ich hoffe, dass die auch nachts geöffnet haben. So, da ist wieder eine Sidequest, die wir machen können. Auf die habe ich jetzt aber keine Lust, sondern ich will wissen, wo der Ausrüstungsladen ist. Hier. Oh, nö, hier verkaufst du. Was weiß ich an Dinger? Hier bist du. So, was ist denn mit hier unten? Ja, ich weiß, ich muss mich selbst im Dorf noch mal ein bisschen umschauen. Hab da noch nicht ganz die Orientierung, aber das wird bestimmt noch kommen. So, was haben die hier? Boah. Feuerstelle. Ach, kommt. Das erzählt mir nichts. Irgendwo habt ihr doch Pfeile. Das weiß ich. Das ist der Rüstungsladen. So, der interessiert uns jetzt herzlich wenig. So, was ist hiermit? Nee. Doch. Genau, Bombenpfeile. Ja, 540 Rubine haben wir. Hier hat man Holzpfeile. Wisst ihr was? Dann kaufen wir doch mal gleich 5 Stück. Ist meine. Ach. Hä? Ja. Alter, wie teuer sind die? Das ist ja es Ding. Ja, wisst ihr was? Dann möchtest du mal gerne wissen, ob du vielleicht auch Sachen verkaufst. Ja. Antike Federn. Ich meine, Vesta können wir genug besiegen. Da werden wir mal so die Hälfte verkaufen. Dann 7 Stück. Haben wir 105 Rubine. Das passt. Dann doch nicht. So. Okay. Ja, klar. Milch für nur so wenig. Das ist echt lasch. So, aber es kann mir vorstellen, dass. Oh ja. Antike Achsen. Ka werden wir mal 6 Stück verkaufen. Ich meine mit 40. Ja, 240 Rubine, das passt. So, dann. Zweimal Luxuswild. Naja, okay. Was brauchen wir hier von nix? Wir könnten gefrorenes Edelwild verkaufen. Perfekt. So, dann könnten wir hier von. Kann man gerade überlegen.
Ja, diese nur drei, das ist nix. Ein Holzbündel kriegt man nur für zwei. Ja, aber so ein Saphir, den kann man durchaus teuer verkaufen. Gut, dann haben wir auch auf jeden Fall genügend Rubine, als dass wir uns fünf Bombenpfeile kaufen können. So, alles klar, perfekt. Gut, dann würde ich mal fast sagen, dass wir es einfach mal probieren. Ja, und das Krasse so nebenbei finde ich eigentlich ist, dass man es einfach so vor den Leuten wegteleportieren kann, ne? Da sieht das zum Beispiel in Twilight Princess ganz anders aus. Jedes Mal, wenn da Leute in der Nähe sind, sagt dann so Midna, yeah, weißt was? Ey, da sind Leute in der Nähe, kannst du es nicht teleportieren, kannst du es nicht verwandeln? Aber hier geht das irgendwie schon. Und sogar wenn man das in einen Wolf verwandelt, sagt Midna immer, yeah, sind Leute in der Gegend, unmöglich. Naja, soll man nur so nebenbei erwähnt sein. Gut, jetzt zu dir, mein Lieber. So, was? 25 Bombenpfeile? What, das war sogar ein Fünferpack. Ja, kein Wunder. Dann sollten wir jetzt aber hoffentlich mehr als ausgerüstet sein. Mein Stasis-Modul haben wir auch bereit. So, aber bevor wir eigentlich jetzt sofort auf den Leuen so losgehen, haben wir ja noch einmal Revalis Sturm, welches wir einsetzen können. Und das würde ich auch sehr gerne wahrnehmen, weil dann hätten wir schon mal die Chance, den Mistkerl von oben zu erwischen. So, jetzt muss es gerade mal gucken. Perfekt. So, dann kriegst du schon mal deine Ladung ab. So. So. Zack. Naja, wobei, die Waffe bringt natürlich nicht viel. Da sollten wir mal lieber schon eine stärkere benutzen. So, und jetzt geht's auch schon richtig in den Kampf rein. So. Ach du Scheiße. Und schon haben wir verloren. Was für ein Mist. Okay. Aber wisst ihr was? Ist ja jetzt. Ist ja okay. Leuen sind es einfach. Aber. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach nochmal. So, komm her. Und vielleicht verwenden wir diesmal auch nicht sofort Revalis Sturm. Aber auf diese Welle müssen wir schon Acht geben. Das wäre schon wichtig. So. Und diesmal rüstest du das bitte mal anders aus mit so einer Mobkeule. Vielen Dank. So. Komm, jetzt probieren wir es mal. Ich meine, ich weiß, so einfach sind die nicht. Aber ja, klar. Als ob wir schon wieder getroffen werden, ne? So typisch. Also wenn das jetzt, ich werde das natürlich rausschneiden, wenn das jetzt zu lang dauern sollte, ne, das ist klar. Weil es haben natürlich keine Lust, da jetzt eine halbe Stunde mit zu investieren. Aber wenn man halt den Trick schon raus hat, dann geht das schon. Aber ich merke, wir brauchen Revalis Sturm. Und gut, dass wir diese Kraft besitzen. Weil die erleichtert einiges. So. Okay, erstmal bitte aufladen. Und hoch. Sehr cool. So, und jetzt warten wir einfach ab, bis wir nah genug dran sind. So. Zack. Perfekt. So. Na? So. Zack. Bumm. So. Okay. Weg, 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 weg. Wow. Das war knapp. Och nö. Als ob. Junge, das kann doch nicht sein. Okay, wir machen es jetzt so. Den Versuch, wo ich Erfolg habe, den werde ich reinsetzen, den werde ich reinschneiden. Wir sehen uns also gleich wieder.
Ja, also wegen des Leunenkampfes, da muss es euch jetzt leider enttäuschen. Es ist so, dass dieser Leune einfach noch zu stark ist. Also, ich habe bestimmt 10 Versuche gehabt, immer verloren. Einmal habe ich ihn bis zur Hälfte hingekriegt, aber wir müssen uns halt nochmal besser ausrüsten und deswegen sollten wir uns diese Leune auch erst so gegen Ende des Spiels vornehmen, ne? Weil sonst verplempern wir hier nur Zeit. Na, hab ich keine Lust drauf, habt ihr keine Lust drauf. Naja, aber ihr wisst halt, ne? Man kann halt manchmal nicht zu viel versprechen und Vorfreude ist ja immer noch die schönste Freude. Naja. Aber wir haben ja genug andere Sachen, die wir tun können, nämlich Schreine. Und die bringen uns natürlich auch ein Stückchen weiter, weil die uns natürlich Herzen geben und wir diese ja auch brauchen, ne? Aber da ist es so, ein Treffer von diesem Typ, da bekommt man alle Herzen abgezogen. Das ist echt krass. Aber da kann man halt nichts tun, ne? Man muss die Tatsachen halt so hinnehmen. Aber, ne? Ich bin ja auch ein Gegner, nicht der Allerbeste, gebe es jetzt mal zu. Aber ich denke mal insgesamt gut genug, als dass es halt Let's Playen kann, ne? Sonst würde es das ja auch nicht tun. Ja, aber ich habe herausgefunden, oder beziehungsweise wie ich es ja schon am Anfang sagte, Orte markiert, wo sie ist in der Nähe Schreine aufhalten. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Schrein mal finden. Naja, aber Bombenpfeile haben wir jetzt genug. Soll heißen, es war nicht ganz umsonst, dass wir nach. Ja, dass wir in das Dorf der Ornis gegangen sind. Nur habe ich es mir da halt so ein bisschen verschätzt. Ich meine, es gehört zum Spielen auch dazu. Kann ja auch mal passieren. Und deswegen darf man das, finde ich, auch nicht ganz so schlimm neben. So, und mir wird bereits angezeigt, dass auch ein Schrein in der Nähe ist. Das ist gut. Jetzt ist nur die Frage, wo er ist. Ne, weil aus den Karten im Internet wird schon ersichtlich, wo ungefähr die sind. Aber wo genau die sind, das weiß man auch nicht genau. Auf jeden Fall sagt er mir, hier in der Nähe. So, und jetzt hat uns dieser blöde Magier entdeckt, aber den könnten wir, glaube ich, ganz gut bezwingen. What the fuck? Junge, Junge, Junge. Was hast du mit uns vor? Hä? Jetzt bring uns hier nicht um. Da habe ich keine Lust drauf. So, komm her. Ja, essen wir mal ein bisschen davon. So. Okay. Yo. Da haben wir das. Sehr schön. Und haben von dem sogar einen Polarstab bekommen. Wie wundervoll. So, wisst ihr was? Werfen wir die Elsternlanze weg und nehmen uns diesen Polarstab stattdessen. Gut, mir kommt es vor, als ob der Schrein irgendwie hier in der Nähe wäre. Die Anzeige steigt auf jeden Fall. Aber wo ist er genau? Ist er vielleicht. Der Eisblock ist schon interessant, ne? Aber kommen wir da auch irgendwie rein, ohne dass wir den zerstören müssen? Naja, ausprobieren ist es wert, ne? Wisst ihr was? Ich probier mal, Revalis Sturm anzuwenden. Und ja, es sieht so aus, als könnten wir. Ja, da ist ja schon der Schrein, ne? Nur hätten wir halt ohne Revalis Sturm diese ganzen Eisblöcke zerstören müssen. So, und ich glaube, das müssen wir ja auch tun. Ein völlig eingefrorener Schrein. Aber ja, da haben wir den. Sehr schön. Ja, das ist natürlich ein Vorteil, ne? Wenn man halt nichts hat, was aus Feuer besteht, sieht das natürlich blöd aus. So, aber irgendwas ist hier. Irgendwas hat hier gerade gewackelt oder gestürmt. Das weiß ich nicht genau. Ich habe auch gerade irgendwie was in meinem Auge. So, das ist eine. Oh, du Scheiße, eine schwierige Kampfprobe. Aber Leute,
Ich sag euch, dann haben wir zumindest ein bisschen Kampf heute und es kann euch versprechen, diese Idioten sind einfacher als Leunen. Die kriegen wir gebacken. Jetzt, wo wir das Stasis-Modul Plus haben, hoffe ich, dass das kein Problem wird. Und er gibt wieder wunderschöne Waffen von sich. So. Erstmal schön einfrieren. So. Sehr nice. Jetzt ist nur unser Westerschwert zerbrochen. Das ist blöd. So. Na, nee, 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 nee. Wir wissen schon, was wir gegen das ausrüsten können. So. Ne? Nur müssen wir halt immer auf Eigensicherheit achten. So. Und nimm den. Zack. Perfekt. Sehr schön. So, immer auf Abstand. Immer auf Abstand. Weil wenn wir von ihnen getroffen werden, ist das blöd. So, und ich sehe gerade, dass wir uns mal heilen sollten. Sonst sieht das nicht gut aus. So. Spurt können wir jetzt nicht gebrauchen. Ich glaube, das ist schon so in Ordnung. So. Und jetzt nimm den und den. So, okay. Gut, das kriegen wir hin. Fast die Hälfte haben wir. So. Jetzt nimm den Salat. Geil. Jo. Als ob du da einfach ausweist, ne? Du kleiner Pisser. Na komm her. So. Da haben wir das. Gut. So. Perfekt. Okay. So, nimm den. Und nimm den. Okay, jetzt machst du hier wieder deine. Ach du Scheiße. Da wurden wir aber ganz schön getroffen. Das ist blöd, aber. Oh. Wieso? Wieso? Junge, 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 Junge. Das war doch jetzt. Essen ist notwendig. Okay, noch ein Versuch. Aber diesmal bitte. Diesmal wäre es schön, wenn du nicht getroffen wirst. Ich meine, wir haben den doch irgendwie schon Ristes gehabt. So, jetzt aber. Zack. Jetzt haben wir dich. So, lad es auf, bitte. Ja, komm dem nicht zu nah. So, Rand ist. Oh. Rand ist immer gefährlich. Deswegen sollten wir möglichst in die Mitte abhauen. Weil da ist das Gefahrenpotenzial einfach am kleinsten. So, und das war jetzt nur Mist. So. Komm her. Na, dem, was du hast. So. Jetzt sollten wir uns aber erstmal auffrischen. So, dann nehmen wir nochmal hier eins von. Perfekt. So. Das ist immer ein Problem, wenn die halt so angreifen, ne? Und das Problem ist ja. Das Problem ist ja, dass hier keine Säulen vorhanden sind. Heißt, wir können da wenig machen. So. Aber wir kriegen den schon in den Griff. So. Zack. Nimm das auf deinen Schädel. So. Okay. Ja. Was hast du jetzt vor?
Aber ich finde, der ist ganz schön lange eingefroren. Das hat auf jeden Fall enorme Vorteile. So. Na? Perfekt. Und nimm das. Sehr schön. Alles klar. So. Jetzt machst du diese blöde Attacke, oder was? Okay. Jetzt lass das Nist treffen. So. Boom. Wow, war das stark, Alter. Sehr nice. So. So hat das hier zu laufen. So, perfekt. Okay. Alles klar. Dies haben wir. Gleis. So, was nehmen wir für eine Waffe? Am besten eine starke. Und nimm noch mal den. Als ob. Als ob, Junge. Ey, das kann doch nicht sein. Nee, wisst ihr was? Wir machen es jetzt wie folgt. Ab der Stelle lass es euch weiter gucken, okay? Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir ab diesem Zeitpunkt wieder etwa so weit, dass wir anfangen können, hier zu Let's Playen, und ich hoffe, das klappt. Und zack, bumm, yo, alles klar, wir haben es geschafft, perfekt. Ja, weil das ist immer, sage ich mal, der entscheidende Moment, dass man Ristis kontert. Und das muss man einfach beherrschen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Und das ist mir ganz am Anfang so oft in die Hosen gegangen. Beziehungsweise, da habe ich so lange für gebraucht, bis es einigermaßen gut kontern konnte. Naja, aber jetzt sehen wir, dass wir hier viele gute Waffen haben. Aber, naja, da müssen wir uns aber im Gegenzug wieder von ein paar Waffen verabschieden. Ich würde sagen, den Krogfässer. Ja, den brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, die Lanze, die werden wir mal weg. So, jetzt haben wir eine Wester-Axt, die hat 60. Na gut. Ich will die Sachen hier halt ungern stehen lassen, aber Wester-Schwerte, aber naja, okay. Das ist eine Wester-Lanze. What? Das passt sogar alles mit bei uns rein. Ja, sehr nice. Okay, na gut. Dann brauchen wir ja die Lanze da vorne nicht mehr, dann haben wir ja das. Ne, aber diese kleinen Mini-Wester geben sowieso immer gute. Ja, und ich habe ganz vergessen, natürlich auch immer Fotos zu machen. Ey, jetzt bin ich so blöd, ne? Da müssen wir unbedingt dran denken, dass wir auch mal immer Bilder machen müssen. Ich weiß nicht, ob das Teil des Quest ist, dass wir auch irgendwie Fotos machen. Ist meine Nist. Wenn wir mal in das Album reingucken, dann haben wir die Erinnerungen. Die müssen wir auch mal irgendwie einsammeln. Das müssen wir da auch mal erkunden, wo die sind. Drei haben wir schon. Naja, die sind auf jeden Fall nicht im Hebra-Gebirge. Das weiß es jetzt schon. So, dann haben wir vom Wester einmal hiervon, einmal hiervon. Ne, wir brauchen, ja, hier, überall. Monster haben wir. Brauchen wir noch. Haben wir noch gar nichts, Junge. Ey, es regt mich so auf gerade. Das müssen wir unbedingt machen. Also, wenn neue Gegner kommen, Fotomodul. Ja, ist halt so, Breath of the Wild irgendwie so riesig ist. Und da es ja jetzt auch nicht allzu oft spielen kann, ne, habe ich dann natürlich so ein bisschen die Schwierigkeiten manchmal. Aber naja, das wird schon irgendwie
So, okay. Ja, hätten wir jetzt nicht sehen müssen, aber na gut, wie dem auch sei. So, wir müssen Bilder machen. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal offscreen mal gucken, irgendwie selbst Bilder machen. So, aber jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir... Ah, du Scheiße, dass wir hier irgendwie rauskommen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ju, dann können wir auch dieses Schwert hier eigentlich wegnehmen und können jetzt mal Richtung des nächsten Schreines gehen. Und dieser wäre irgendwie auf dem Tsutsukiki Schneefeld. Na gut, aber ich habe das Gefühl, da müssen wir auch wieder ganz herum. Ne, ist dann so, sobald wir Rivalis Sturm wieder haben, wird das wieder. Und ich meine, man müsste auch von Tieren Bilder machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Pferd an sich steht für Tiere. So. Bild machen. Okay. Das haben wir. Sehr schön. Eis Exalfos. Und jetzt haben wir auch wieder Revalis Sturm. Das ist gut. Ich sag ja, das ist eine Kraft, die relativ schnell wieder verwendbar ist. Im Gegensatz zu zum Beispiel Mifas Gebet. Mifas Gebet ist zum Beispiel eine Kraft, die sehr lange braucht, um zu laden. Und damit meine ich auch sehr lange. So, okay. Aber es sieht aus, als ob wir hier irgendwo gut dran wären. Nur wäre es natürlich schön, wenn wir nicht unbedingt runterfallen. So, und ich glaube, hier sind wir ganz gut aufgekommen. Ja, es geht um den nächsten Schrein, den ich da oben bereits markiert habe. Aber Crocs könnte man natürlich auch irgendwo finden. So. Jetzt sind wir zumindest hier. Aber was ist hier jetzt Interessantes? Na, da oben könnte ein Croc sein. Da habe ich es erst gesagt und uns ganz geguckt. Und ich glaube, es sieht so aus, als hätten wir den Schrein gefunden. Ja, sehr schön. Dann ist das, denke ich, auch die letzte Aktion für heute, die wir mal uns vornehmen, wie diesen Schrein noch machen. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach diese beiden Schreine beim nächsten Mal bewältigen. Und dann haben wir auch wieder die Möglichkeit, uns Herzen und so einen Kram zu holen. Ja, Crocs habe ich tatsächlich mal recherchiert, habe aber noch keine vernünftige Karte gefunden, wo die ganzen Crocs zu sehen sind. Das ist halt so ein bisschen das, ne? Dass es jetzt halt mir im schlimmsten Fall Videos angucken müsste, um halt nachzuschauen, wo jetzt die Crocs sind. Aber das ist halt sehr, sehr kompliziert so. Aber bevor wir das machen, haben wir von dir überhaupt schon ein Bild gemacht? Nee, haben wir nicht. Ja, dann holen wir das jetzt aber mal ganz schnell nach. Jo. Aber mehr brauchen wir nicht von dir, mehr wollen wir nicht von dir. Was wir haben wollen, ist der Schrein. Ja, aber der Exalfos, der will uns natürlich kriegen, aber das lassen wir jetzt nicht zu. Dafür sind wir zu blöd, oder besser gesagt, so. Gut, keine Kampfprobe, wir haben Bombenpfeile, wobei, ja. Wir haben auch noch unseren Meteorstab. Der zerbricht aber gleich. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht können wir den eben noch aufbrauchen. So, das hat natürlich nichts gebracht. So, okay. Könnten wir den da raufwerfen? Nee, können wir natürlich nicht. Doch jetzt. Alles klar. So, was bringt uns das jetzt? Oh, wenig.
Okay. Gut, dann lade es mal auf. Was haben wir hier? Boah. Auch nichts Besonderes. Dahin bitte mit dir. Vielen Dank. Und dann natürlich auch hierhin, aber schnell aus dem Feuer raus. Sonst sieht's schlecht für uns aus. Joa, ein Durchgang. So, ach, als ob du uns irgendwie was machen könntest. Nee, kannst du nicht. So. Versuchst dir nur cool zu sein, bist du in Wahrheit aber so ganz und gar nicht. So, einmal Magnetmodul bitte und einmal rausziehen. Hä? Lässt es nicht bewegen, keiner Form. Was im Stasismodul? Vielleicht einfrieren? Könnte das was bringen? Ja, tatsächlich. Das bringt in der Tat ein bisschen was. Nur wir müssen da richtig heftig drauf raufhauen. So, jetzt ist unsere Feuerlanze zerbrochen. Naja, egal. Sehr schön. Hey, läuft doch. Gut. Ein etwas längerer Schrein, tatsächlich. So. Du zum Dinger hast mal hier gar nichts zu sagen. So, und es erstaune gerade nicht schlecht, wie viel Platz wir doch in unseren Taschen haben. So, nur wie kommen wir jetzt dahin? Das ist jetzt die Frage. Bombenpfeil hindurchschießen? Joa. Ha. Ich sag's doch. Ich bin geil. Gut, und sogar ein paar Rubine haben wir. Das ist schön. Und eine Truhe, die uns was liefert oder was bringt, besser gesagt. Einen kleinen Schlüssel. Ayo. Sehr nice. So. Joa. Eine Truhe auch noch hier. Perfekt. Da haben wir einen Erzbohrer drin. Ja, da haben wir aber keinen Platz mehr. Das ist blöd. Na, wisst ihr was? Eine Westerlanze reißt uns. Wir nehmen uns jetzt diesen Erzbohrer dazu. Na gut. So, haben wir da oben noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Also denke ich mal, ist es eine gute Idee, hier aufzuschließen. So. Noch irgendwas, was wir hier erledigen können? Nö, soweit nicht. Na gut, dann hol dir deine Belohnung ab. Und dann hätten wir es. Sehr schön. Und wir haben 6 Zeichen der Bewährung. Soll heißen, dass wir uns im nächsten Part zu den anderen Schreinen begeben. Dort dann die Zeichen der Bewährung holen, dann können wir uns wieder ein weiteres Herz und eine weitere Ausdauerleiste holen, das ist ganz gut. Und die Leuen, wie gesagt, ja, da hatten wir halt eine mittlere Kampfprobe dafür. Ne, aber Leuen von der Form, da brauchen wir halt die weiteren Kräfte, die wir von den nächsten Titanen kriegen. Apropos, habe ich ja schon gesagt, der Feuertitan wird der nächste große Titan werden, der auf uns wartet. Und ich sehe, das ist eigentlich eine ganz nette Gegend, aber wie gesagt, Crox würde es auch, wie gesagt, nicht sofort machen, sondern muss es halt mal sehen. Ne? Breath of the Wild, so, ist einfach viel zu groß, finde ich fast. Naja, was soll's, da hat man ja auch den Spaß bei. Also, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir 500 Parts bräuchten, bis wir hundertprozentig durch sind. Aber na gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ja. Natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr mir einen Abonnent hinterlasst. Ansonsten sage ich es an der Stelle. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ciao.